Ich bin Jakob Schilling und ich studiere Theologie im zweiten Semester. Heute hatten wir unsere erste Online-Vorlesung, und zwar Griechisch. Wir haben über Gegensätze gesprochen. Es gibt das Wort kalos, das heißt schön, und das Wort kakos, das heißt schlecht. Man muss nur einen Buchstaben vertauschen und schon hat man eine ganz neue Bedeutung. Im Deutschen kennen wir das Wort Vergebung, aber auch das Wort vergeblich. Auch diese beiden Begriffe sind eng miteinander verbunden. Es ist nicht nur sprachlich so. Gutes und Schlechtes liegen sehr oft beieinander oder vermischen sich sogar. Wir machen etwas Gutes, aber vielleicht ist es nicht für alle gut oder nur zeitlich begrenzt. Was also ist gut und was ist schlecht? Was sollen wir tun und was will Gott von uns? Ich glaube nicht, dass wir Menschen auf all diese Fragen eindeutige Antworten finden. Wir machen manchmal Gutes, wir machen aber auch Fehler. Wir können darauf vertrauen, dass Gott aus unseren Fehlern wieder Gutes macht.